Lass uns mal Klartext reden, mein Freund. Bin jetzt 4 Jahre dabei. In Ganja. Bin jetzt 44. So. Nothing. Alles okay. Jetzt auch alles okay. Aber in diesen 4 Jahren, 4 Jahren, habe ich eine Menge gemacht. An mir gearbeitet und auch in dieser Welt. Dieser neuen Welt. Dieser Welt. Wo noch geschossen wird. Diese Welt. Die Tiere, die da. Heute war da. Ein Dreh. Aber ich töte sie nicht. Ich rede mit denen, kommuniziere. Bis ich angekommen bin, bin ich 2 Rehen mit Geweihen begegnet. Hab sie sogar aufs Video bekommen. Zufällig. Im Gefühl wusste ich, dass da was kommt. Die Frage ist, was tust du mit dem, was die Natur dir gibt in Marihuana? Was tust du? Was gibst du back an die Natur? Tust du das, was ich tue? Läufst du durch die Gegend und neutralisierst du die Angstenergie der Tiere oder von den Jägern? Setzt du dich auf diese Jägersitz, Hochsitz und ziehst mal eine für den Frieden, Friedensweise? Machst du das? Nein, machst du nicht, ich weiß es. Du arbeitest fürs Geld, die Sorgen nicht drücken. Weißt du wieso, ich sag dir das? Weil du nicht an den Geist Christi glaubst. Den Geist, der durch dich wirken kann, in dir wirken kann. Das Kind in dir, du hast schon lange aufgegeben. Er ängstigst dich und du schweige. Das hast du schon als Kind genommen, geraucht. Ich weiß es, ich hab euch alle gesehen. Die ich gesehen habe. Die anderen sind nicht besser. Jetzt mache ich das als Werkzeug. Ich bin ein Rastafari. Ein richtiger Rastafari. Glaubst du nicht? Und jetzt? Was sagst du jetzt? Ja? Jetzt hast du Respekt. Die Verpackung ist da. Die ist nicht nötig. Das Feuer ist da. Der Geist ist da. Er macht's. Deshalb trau dich.